Herzlich willkommen zurück hier bei CSI High School Heroes, also Chris spielt Indies und wir sind stehen geblieben beim letzten Mal bei Unepic. Durch einen wüsten Halluzinationstraum oder was auch immer sind wir aus einer Pen-and-Paper-Rollenspielrunde direkt in einen Dungeon verschlagen worden und müssen uns jetzt ein bisschen mit wem auch immer hier rumärgern, weiß man nicht so genau. Und suchen jetzt erstmal nach, okay, hier waren wir schon, Truhe. Erstmal nach dem Ausgang. Es gab hier irgendwo eine Kartenfunktion. Okay. Also Gold gab es dort vorne. Von hier unten kamen wir doch irgendwann mal. Aber ganz am Anfang war doch irgendwo ganz links etwas zum Langgehen, wenn mich nicht alles täuscht. Während wir hier wieder zurücklaufen, kann ich ja gleich direkt mal fragen oder sagen, ich hoffe, es hat euch ganz gut gefallen, der erste Teil, und es gibt jetzt nicht allzu viel auszusetzen an der puren Technik. Und ja, ich hoffe, also ich werde jetzt auf alle Fälle noch zwei, drei Teile spielen. Und danach könnt ihr selbst entscheiden, ob wir das weiterspielen sollen oder ob wir das eher bleiben lassen. Ob euch sonst irgendwas einfällt, das ihr gerne von mir sehen würdet. Ich habe jetzt noch nicht allzu viel geplant. Ich habe einen ganzen Haufen Indie-Titel. Hauptsächlich vor allem Steam-Titel. Aber wir können auch gerne mal direkt bei den Indie-Herstellern vorbeischauen und wir könnten uns über alles Mögliche unterhalten und uns ansehen. So, aber wo geht's hier denn mal hin? Kommt denn endlich mal ein Gegner? Also wieder mal ein Gegner? Wo, was ist das? Ein Ritter? Kann ich den irgendwie... Nö. Und hier ist eine Mauer, da geht's also nicht weiter. Oder zumindest noch nicht, bis ich vielleicht irgendeine bestimmte Fähigkeit gelernt habe. An Epic soll er so ein bisschen ein Metroidvania-Genre sein. Ha! Habe ich doch gesehen, dass da eine Falle war. Okay, aber hier geht's nicht weiter. Geil. Ach so, das ist unser Start. Mhm. I see. Kann ich eigentlich irgendwas Kurztasten zuordnen? Ich müsste mal sehen, wie die Steuerung geht. Und vor allem müsste ich mal sehen, wo zur Hölle es denn bitte weitergeht. Das Problem ist, gleichzeitig hier quatschen und nachschauen ist jetzt nicht so das Einfache für mich. Ich bin noch relativ neu beim Let's Play. Ich habe nur ganz, also vor ein paar Jahren habe ich mal ein StarCraft-Video gemacht und ein bisschen Nintendo 64 kommentiert. Aber das war jetzt dann doch nicht so aufregend. Und ja, nachdem ich jetzt mittlerweile eben bei Sascha und Benjamin bei den Highscore Heroes gelandet bin, dachte ich, hey, fängst du doch wieder an. Und ja, mir macht Spaß. Ich hoffe, ja, sage ich viel zu oft, ich hoffe euch auch, aber kann man nicht oft genug sagen. Ich hoffe allerdings auch, wir finden jetzt bald diesen blöden Ausgang. Oder Ausgang, oder irgendwo, irgendetwas. Weil hier waren wir schon mal. Ansonsten haben wir bald ein Problem, würde ich sagen. Ja, weil hier geht's nirgendwo weiter, oder? Nee, ganz sicherlich nicht. Okay, Fässer zum Zerschlagen, das heißt, hier war ich wohl noch nicht, hier gibt's Pfeile, sehr gut. Was ich sagen wollte, was ich auf alle Fälle ganz fix eingeplant habe, ist das Shadowrun Remake, das bald erscheint, nämlich Ende Juli, das möchte ich auf alle Fälle spielen. Und ich würde auch liebend gerne The Walking Dead machen, aber, also es gibt jetzt einen kleinen Zwischenteil. Okay, eine Fackel, lass sie mich anzünden, es ist dunkel hier. Drücke Eingabe, wenn du vor einer Fackel stehst, um sie anzuzünden. Halt, das ist Eingabe. Okay. Also wie gesagt, es gibt jetzt bald einen Zwischenteil von Walking Dead. Wie heißt der? 300 Days, 400 Days oder so? Hey, eine Öllampe oder sowas in der Art. Ich zünde die besser auch an. Ich hoffe, Belmont kommt nicht vorbei und macht die Dinge wieder aus mit seiner Peitsche. Ah, Castlevania-Eingabe. Anspielung. Auch gut. Wobei ich Castlevania selbst nur sehr begrenzt gespielt habe. Hey, dunkler, nebliger Typ, wie ist dein Name? Ich habe keinen Namen. Wie soll das gehen? Der Lord dieser Burg hat keinen Namen? Falsch, ich bin nicht der Lord dieser Burg, ich bin ein Schatten und meine Aufgabe ist es, diesen Ort zu beschützen. Du bist also nur ein Lakai, einer dieser Ein-Trefferpunkte-Wunder. Hätte ich auch nur einen Funken der immensen Macht meines Lords, könnte ich dich einfach so, schnipp, mit den Fingern vernichten. Nun, Schattentyp, diese Burg und dein Meister sind nur Erfindungen meiner Einbildung. Lass uns sagen, dass ich der große Erfinder von all dem hier bin und nach einiger Zeit wird alles verschwinden und niemand wird hier einfach so vernichtet. Schnipp. Du, eine lächerliche Kreatur aus Fleisch und Knochen, der Erfinder von allem? Du bist ein Lügner oder ein Dummkopf. Oder beides. Egal, aber ich gebe dir einen Namen. Namen sind ohne Bedeutung für mich.
Mal sehen, was ist mit Zera? Es ist mein Lieblingsname für meine Konsolencharakter. Das ist übrigens jetzt eine Anspielung. Ich weiß es nur, früher hieß dieser Charakter noch Zeratul und das sollte jeden StarCraft-Spieler irgendwie was sagen. Wage es nicht, mich so zu nennen. Wie du wünschst, Zera. Im Übrigen habe ich mich noch nicht vorgestellt. Interessiert mich nicht. Ich bin bekannt als Streicher. Mein richtiger Name ist Aragorn, Aratons Sohn, und ich bin rechtmäßiger Erbe des Königreichs Gondor. Okay. Oje, ich bin gefangen im Körper des Dummkopfes. Ja, ganz recht. Du nennst mich dumm? Wer ist wohl dümmer? Der Dummkopf oder der Dumme, der ihm folgt? Okay, schon langsam fängt es an, mir Spaß zu machen. Okay, da kann man wieder was anzünden, auch wenn ich noch nicht weiß, wozu es gut ist. Trank der geringen Heilung nehmen wir mit. Kann ich da raufhüpfen? Ja. Es wird empfohlen, Heiltränken eine Schnelltaste zuzuordnen. Nach einem Trank während eines Kampfes zu suchen, ist Selbstmord. Okay, wie geht denn das? Kann ich das hier? Da ist der Trank. Und wie kann ich dem jetzt irgendwie eine Schnelltaste zuordnen? Was meint ihr? Indem ich sie drücke? Nö. Indem ich. Okay, so geht's nicht. Was? Okay, nice. Also das ist der Pause-Button. Kann ich hier in der Steuerung irgendwie? Nö, 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 nö. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich eine Schnelltaste zuordne. Egal, wir werden es schon irgendwie hinkriegen, oder? Im schlimmsten Fall schaue ich bei der nächsten Spielpause einfach mal nach. Wird uns ja nicht gleich umbringen. Aber ich habe ganz schön viele Pfeile hier. So, hier geht's weiter. Ja, ich habe noch immer nicht vorher gesagt, Walking Dead wollte ich machen, eben. Aber da weiß ich nicht. Das möchte ich lieber selbst erleben und nicht währenddessen noch quatschen. Das kommt nie so gut. Dafür habe ich das Spiel viel zu. Was zur Hölle war das? Irgendwas da unten lebt doch, oder? Krieche, wenn du nahe seinem Abgrund bist, um ihn auszuleuchten. Wie kriecht man denn? Meint ihr das hier? Ja, yeah, oh, was ist das denn da für ein schönes Ding? Soll ich einfach. Ah, eine Falle. Sehr gut. Also springen wir da besser mal drüber. Und jetzt kann ich den da verhauen. Na, okay, ich glaube, das wäre eher ein Fall fürs Schwert, nehme ich mal an. Nee, falsch. Aber echt, ja, pausieren ist da nicht so gut. Inventar, Schwert, ausrüsten. Ah, falsche Taste, falsche Taste. Oh, ich hasse meinen Xbox-Controller. Oh, ein Herzchen. Nice. Dann machen wir Licht. Und was bist du? Ein schwebender Morgenstern. Erinnert mich ein bisschen an Super Mario. Oder sowas in die Richtung. Kann ich darauf? Ja. Ach so. Oh, man kann das mit Schwertern auch kaputt machen. Nur schlägt man sich da doof und dusselig oder dumm und dämlich, ganz wie man das sehen möchte. Noch mehr Pfeile. Und dahinter ist eine Kiste versteckt. Na, das nenne ich doch mal. So, aber dafür sollte ich mir jetzt dann doch lieber wieder den Streitkolben nehmen, wenn mich nicht alles täuscht. Hey, Moment. Im Panel verfolgen. Schnelltaste zuordnen. KK. Schnelltaste zuordnen. Drücke die Schnelltaste. Es können Zahlen und Buchstaben. Ja, ich habe hier einen Controller in der Hand. Was glaubst du denn? Kann ich hier L1? Nö. Oh, aber mit L1 ist da hinten gerade was passiert. Na gut, ich habe jetzt die 1 gedrückt, aber bis ich hier die Hand vom Controller nehme, naja. Egal. So, da ist jetzt eingerastet. Ah, L1 ist wahrscheinlich fürs Pfeile schießen. I see. Und bom, bom, bom. Und da ist er down. Oh, ein Saphir. Nice. Ja, sonst habe ich jetzt noch nicht allzu viel geplant, was wir spielen könnten, eventuell gemeinsam. Okay, jetzt sollte ich schnell mal das Schwert holen. Ja, jetzt weiß ich, was er gemeint hat. Mir ist tödlich. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Und jetzt war ich zu schnell, zu langsam, um die 1 zu drücken. Ah ja. By the way, hier rumfailen. Werdet ihr mich noch oft genug erleben, im Übrigen? So, wo zur Hölle sind wir jetzt? Okay, da sind wir. Gut. Das heißt, jetzt werde ich noch einmal Schnelltasten zuweisen. Vielleicht nutzt er doch dieses Mal etwas. Also, du kriegst die 2.
Du kriegst die 1. Ach so, dann war es natürlich jetzt auch ganz legendär. Du kriegst die 2. Du kriegst die 3. Und du kriegst die 4. So. So, Waffe wechseln, runtergucken. Und da springe ich schon. Okay, draufspringen wie bei Mario geht nicht. Aber ich krieg hier ein. Oh geil, hier kriege ich ein Herzchen. Super. Okay, das war so, auch nicht schlecht. Die haben alle blaue magische Essenz. Das heißt, wir können hier wahrscheinlich zaubern auch noch. Das finde ich cool. Ich mag zaubern. Obwohl, ne, eigentlich bei jedem Rollenspiel suche ich mir immer als erstes irgendwie den Fernkämpfer raus. Ich weiß ja nicht, wie es da bei euch so ist, aber ich war schon immer so Jäger oder Ranger oder was auch immer es so alles gibt. Aber ich glaube, da ist jeder unterschiedlich. Und in diesem Spiel haben wir jetzt nicht so viel Auswahl, wie es scheint. So, machen wir hier noch Licht an. Wozu das gut sein soll, weiß ich auch nicht. Magische Essenz wird verwendet, um Zauber zu sprechen und Tränke herzustellen. Es ist eine gute Idee, sie für später aufzubewahren. Okay. Uah, kommt er doch hier von hinten an. Oh Mann, Mann, Mann. Sowas kann ich hier nun mal gar nicht ausstehen. Das ist auch der Grund, warum ich keine Horrorspiele spiele. Ach ja, im Übrigen, ich weiß, es gibt viel schönen Indie-Horror, ja, aber Leute, dazu werdet ihr mich ganz sicherlich nicht bringen, nur dass ihr es wisst. Denn ich bin ein echter Schisser, was das betrifft. Und außerdem habe ich eine kleine Tochter, die nebenan schläft. Und wenn ich hier rumkreische wie ein Mädchen, dann geht das nicht am Abend. Ha, Falle. Deswegen keine Horror Games. Das darf irgendjemand anderer übernehmen von den Highschool Heroes. So, wie sieht's denn aus? 12 Minuten, das heißt, wir können noch ein, zwei Räume machen. Was geht? Oh, was ist das? Du brauchst Schlüssel der Kanalisation, okay. Hier geht's auch nicht mehr weiter. Das heißt, da haben wir dann das nächste Level sozusagen. Was ist hier? Oh, noch einer. Schlüssel der Gärten. Nice. Da haben wir ja ordentlich was zu tun. Wie gesagt, ich spiele das ganze Spiel eigentlich vollkommen blind, heißt es also schön bei uns Let's Playern. Was zur Hölle ist das? Also ich glaube, bevor wir uns das hier ansehen, da mache ich doch noch einen Break. Und ja, das schauen wir uns dann das. Obwohl, geht sich das noch aus? Ich glaube, wir schauen es uns jetzt an. So, bei den Göttern von Kobol, was ist dieses Ding? Es ist ein magisches Gefängnis. In ihm ist einer der reinen Geister von Harnakion. In dieser Box ist ein Geist eingesperrt, etwa wie ein rivalisierender Gott. Falsch. Der Geist darin steht unter dem Befehl der großen Meister. Wirklich? Warum ist er abgeschlossen? Es ist ein reiner Geist, der nicht in dieser Ebene existieren kann. Die Box isoliert und schützt ihn. Wie dem auch sei, er kann durch diesen Lichtstrahl kommunizieren. So, ich lese jetzt nicht mehr alles vor. Okay, ich frage ihn selbst. Ha, dummer Sterblicher, er wird nie mit einer unbedeutenden Nacktschnecke mit dir reden. Okay, das wollen wir doch mal sehen. Ich springe da nicht runter. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt wie Fallschaden. So, reden wir mal mit dem Typen. Oh, wer ist dort? Merkst du das nicht? Ich habe von diesem Körperbesitz ergriffen, um eine wichtige Mission für meinen großen Lord Hanakon auszuführen. Du elender Lügner! Angkor Abash, Schlange ist es her. Was ist das für ein Körper, den du da genommen hast? Ich sah noch nie zuvor ein Wesen wie dieses. Diesen Körper, den ich nahm, gehört zu einer privilegierten Rasse, den Menschen. In diesem Fall werde ich die Gesundheit dieser Hülle wiederherstellen und all seine Gebrechen heilen. Ich danke dir. Mein großer Lord wird von deiner Unterstützung sicher angetan sein. Ich werde zu dir kommen, sobald ich deine Hilfe benötige. Das ist nice. Es gibt da noch etwas. Mein großer Lord gab mir einen neuen Namen. Von nun an soll ich bekannt sein als Zera. So soll es sein, Zera. Okay, das ist fies. Drücke Eingabe, wenn du vor der Box bist, um das Spiel zu speichern. Ja, das wollen wir doch. Okay. Spiel wurde gespeichert. Gut, dann ist das hier der beste Punkt, um aufzuhören. Dann hoffe ich, diese ersten zwei Parts von Unepic und CSI Highschool Heroes haben euch Spaß gemacht. Ich erwarte euer Feedback in den Kommentaren. Wie lange sollen wir das Spiel noch weiterspielen? Was wollt ihr sonst noch so von mir sehen? Und ja, alles, was euch sonst noch so interessiert, könnt ihr mich natürlich auch immer fragen. Das war's, würde ich sagen, fürs Erste von mir. Dann bin ich hier mal raus. Macht's gut und bis bald. Euer Chris.